Jetzt geht es weiter mit dem Thema Korrektur von Buchungen im Dialog. Dazu öffne ich dir Dialogbuchung unter Buchung erfassen, Dialog buchen. Bei dieser Buchung, der Rechnungsausgangsbuchung für Cinema München, steht als Text CDs. Das waren allerdings keine CDs, sondern DVDs. Und jetzt möchte ich diese stornieren. Ich markiere diese Buchung hier, gehe dann auf den Punkt Stornieren. Er fragt mich nach dem Stornodatum. Es wird immer das Datum hinterlegt, was auch beim Belegdatum genommen wird. Also wenn ich das an den gleichen Tag stornieren will, kann ich das Datum nehmen oder ich könnte natürlich ein neues Datum eintragen. Da es im Januar ist, Periode 1 stimmt auch. Ich sage okay. So, soll die stornierte Buchung als Vorlage zur Neubuchung in den Buchungsmasker übertragen werden? Ich drücke ja und dann wird ja meine falsche Buchung hier übertragen und ich kann sie jetzt richtig abändern. Also ich mache aus CDs 100 DVDs. So, ich habe den Text hier geändert. Alles andere kann bleiben. Ich klicke jetzt auf Buchen und ich habe jetzt die Buchung neu erstellt. Hier unten zu sehen mit DVDs. Also ich hatte hier die Ausgangsbuchung, hier die Stornobuchung und hier jetzt die neue Buchung. Also relativ schnell möglich im Dialog buchen, eine Buchung stornieren und erneuern. Allerdings, umso mehr Stornos man in seiner Buchung ha hat, umso unübersichtlicher wird das Buchen. Deswegen kann ich Ihnen trotzdem nur vorschlagen, bitte buchen Sie immer im Stapel. Auf jeden Fall so lange, bis Sie sich sicher sind.